Vielen Dank. Und jetzt geht es hier gerade um die Abstimmung zur Frage, was machen wir mit den Einnahmen der CO2-Steuer? Da gab es einen Antrag, der plädiert dafür, die grüne Stromsteuer nicht abzuschaffen, sondern zu erhalten und die CO2-Steuereinnahmen einzeln den Bürgern zurückzugeben, die eben Steuern einsparen, die Energie einsparen. Das ist der eine Vorschlag. Der andere Vorschlag von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Oliver Krischer und anderen wollen, dass die CO2-Steuern einen Preis bekommen, dass Braunkohlekraftwerke mit CO2-Geldern belastet werden, während die erneuerbaren Energien diese Steuern nicht zahlen. Dafür wird dann aber die Stromsteuer abgezahlt, die ja da schizophrene Wirkung hat, nämlich je mehr Strom erzeugt wird, umso mehr Strom ist ja auch am Markt, aber trotzdem wird es für den Endverbraucher teurer. Und das will man abschaffen, weil man ja immer mehr erneuerbare Energien herbeiführt. So, wer möchte sich für die Variante B? So, jetzt läuft hier die Abstimmung. Also die Variante A hatte nicht viel Zustimmung und wie zu erwarten war, die Variante B wird hier gewinnen. Also die Abschaffung der von den Grünen ursprünglich eingeführten Stromsteuer, weil nämlich die CO2-Steuer dann auf Energie belegt wird. Alle, die CO2 ausstoßen, sollen mit Steuern belegt werden, während natürlich die erneuerbaren Energien diese Steuer dann nicht zahlen müssen. Ich erläuterten Einschub zu der Variante B, weil wir vorhin ja noch nicht wussten, welcher Antrag sich durchsetzt. So, ich bitte das noch mal, ja, ist schon aufgerufen. Es geht hier um die Streichung der Worte reduzieren die EEG-Umlage in der Variante B, dessen Antrag Oliver aus diesen Einnahmen schaffen wir die Stromsteuer ab, reduzieren die EEG-Umlage und finanzieren weitere Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel die Umstellung auf kohlestoffarme Industrieprozesse und zusätzliche Mittel für die sozialverträglichen energetischen Gebäudemodernisierung. Kompliziert. Und da soll jetzt rausgestrichen werden, reduzieren die EEG-Umlage. Für die Beibehaltung. Alles klar? Okay, dann machen wir das so. Dann hat jetzt Julia 3 Minuten das Wort. Julia Verlinden wird jetzt für die Streichung dieses Passuses hier ein Plädoyer abgeben, bevor dann Oliver Krischer dagegen spricht. Liebe Freundinnen und Freunde, klar braucht CO2 einen angemessenen Preis und klar haben wir großen Reformbedarf bei allen Formen der Energiesteuern, die wir in Deutschland haben. Und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern natürlich auch bei der Wärme und dem Verkehr. Und das habt ihr gerade beschlossen. Wir haben ganz viele wichtige Verbündete bei dem Thema CO2-Bepreisung, auch in der Wirtschaft und natürlich bei den Umweltverbänden. Und gut, dass wir hier klare Kante zeigen in diesem Wahlprogramm. Aber andere, unsere politischen Gegner, Teile der Wirtschaft, die versuchen, die Energiewende schlecht zu reden. Die versuchen, die EEG-Umlage schlecht zu reden. Die versuchen, unser Instrument, den Erfolgsgaranten für die Energiewende, nämlich das EEG, was wir eingeführt haben, schlecht zu reden. Und was für ein Signal senden wir denn aus, wenn wir sagen, ja, der Strom, speziell die EEG-Umlage, die könnte querfinanziert werden aus einer anderen Besteuerung oder aus der Besteuerung von fossilen Heizstoffen. So ein Antrag wurde im Übrigen, liebe Freundinnen und Freunde, vor 2 Jahren auf der BDK abgelehnt. Das EEG ist unser Erfolgsinstrument und ja, wir müssen dafür sorgen, dass die EEG-Umlage wieder gerechter wird. Es geht nicht darum, dass die EEG-Umlage sinkt, es geht darum, dass sie gerechter wird, denn wir wollen nicht, dass Handwerk, Mittelstand, private Haushalte die Industrie quersubventionieren müssen. Unter Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot haben immer mehr Branchen Rabatte bekommen. Unser Kriterium ist wirklich internationaler Wettbewerb. Und unser Kriterium ist Energieeffizienz, also nicht dafür belohnt werden, dass Energieverschwendung stattfindet. Auf diese Industrieprivilegien und unsere Forderungen gehen wir auch an anderer Stelle im Programm ein. Und das ist richtig so. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die EEG-Umlage sinkt, weil wir die Kohlekraftwerke abschalten. Natürlich wird der Börsenstrompreis, der jetzt auf Dumpingniveau ist, wieder ansteigen. Und das wird dazu führen, dass die EEG-Umlage sinkt. Deswegen brauchen wir ja auch den Kohleausstieg.
Aber, liebe Freundinnen und Freunde, es ist natürlich wichtig, dass wir einen angemessenen CO2-Preis haben. Aber lasst uns an dieser Stelle nicht der CDU und der CSU das Wort reden, die über ihren eigenen Energiewendefonds am liebsten den zukünftigen Generationen die ganzen Kosten aufdrücken wollen. Wir sind die Ökopartei, die Ressourcenverbrauch besteuert, die Verursacherprinzip ernst nehmen. Und wir wollen, dass die Preise die ökologische Wahrheit sprechen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Strompreis in Deutschland ist nicht zu teuer. Wenn der BDI das behauptet, dann muss man Sie mal fragen, was Sie wirklich selber für den Strompreis zahlen. Sie werden nämlich von uns allen quersubventioniert. Nein, der Strompreis ist ungerecht in Deutschland. Weil diejenigen, die viel verbrauchen, am wenigsten zahlen. Und diese Mechanismen sind ungerecht. Und natürlich ist der Strompreis auch ungerecht, weil die Fossilen viel zu billig sind. Deswegen lasst uns an dieser Stelle nicht auf die EEG-Umlage verweisen in diesem Abschnitt. Lasst uns an dieser Stelle im Programm diesen Passus mit der EEG-Umlage streichen. Das steht auch so nicht im 10-Punkte-Plan von BUFO und anderen. Vielen Dank. Sagt Julia Verlinden vom Kreisverband Lüne. Sie hat gesagt, wir sollten nicht das tun, was CDU, CSU tun. Das will Oliver Krischer sicherlich auch nicht. Aber er will eben eine Umstellung, dass CO2 besteuert wird und nicht mehr das alte EEG-Prinzip greift, das werden wir jetzt hören. Ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, warum du dagegen bist. Wir sagen ja, wir wollen die EEG-Umlage, das sagen wir an einer anderen Stelle im Programm, wollen wir reduzieren, indem wir die Industrieausnahmen nicht mehr auf den Strompreis umlegen, sondern aus Steuern finanzieren. Und genau das steht in diesem Absatz drin. Wir erwähnen das an der Stelle nochmal richtig, weil ich finde, es wird Zeit, dass die Energiewende, dass die Erneuerbaren günstig geworden, nicht nur bei der Industrie ankommen, sondern dass das endlich auch mal bei den privaten Haushalten ankommt und dass die Menschen nicht nur für die Energiewende zahlen, sondern auch davon profitieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, mit dieser Position haben wir auch eine breite Unterstützung der Bundesverband Erneuerbare Energien, die Verbraucherzentrale, all die fordern, dass die besondere Ausgleichsregelung steuerfinanziert wird. Und genau das schlagen wir hier an der Stelle als Teil der CO2-Bepreisung vor. Es geht darum, dass Fossile und Atom zahlen, dass Erneuerbare gefördert werden und dass am Ende die Kostensenkungen dann, wenn Erneuerbare genutzt werden, einen ständig steigenden Anteil im Strompreis haben, dass das auch bei den privaten Haushalten endlich mal ankommt und wir diese leidigen Debatten um die EEG-Umlage loswerden, weil es gerecht ist, dass die Industrieausnahmen auch steuerfinanziert werden. Darum muss es gehen. Das ist besser, als es auf den Strompreis für die privaten Leute umzulegen. Und nichts anderes beantragen wir hier. Deshalb bitte ich euch, diesen Änderungsantrag von Julia abzulehnen. Vielen Dank auch Oliver. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir lassen die beiden Varianten jetzt gegeneinander abstimmen, aber nur über die Ja-Stimmen. Wer diesem Änderungsantrag hier zustimmen will, also Julia Verlinden, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer spricht sich dagegen aus? Bitte jetzt ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Das ist sehr eindeutig. Dann ist dieser Änderungsantrag damit abgelehnt. Danke euch. Aus diesen Einnahmen schaffen wir die Stromsteuer ab, reduzieren die EEG-Umlage und finanzieren weitere Klimaschutzmaßnahmen. So lautet das, was der Parteitag hier mit Mehrheit eben abgeschlossen hat. Hier ist es jetzt so, wie Annalena vorhin dargestellt hat, dass durch eine Verständigung von Antragstellerinnen und Antragstellern jetzt nicht mehr 4 Anträge vorliegen, sondern 3. Und zwar einmal die Variante A, Kohleausstieg 2025 von Karl Wilhelm Koch und Karl Beer. Dann die Variante B neu, das CO2-Budget 2030 vom Bundesvorstand, der BAG Energie, der BAG Wirtschaft und dem KV Gelsenkirchen. Und dann die Variante C, das ist der Kohleausstieg schnellstmöglich
von Philipp Schmargold. Wir werden jetzt folgendermaßen verfahren, nach dem vorhin vorgestellten Verfahrensvorschlag. Es wird jeweils diese Antragsvariante einbringen. Dann gibt es noch mal eine zweite Runde für die jeweiligen Anträge. Dann machen wir ein Meinungsbild, welches die beiden Anträge sind, über die wir abstimmen und so weiter. Ja? Okay, gut. Dann würde ich jetzt darum bitten, dass Karl Wilhelm Koch die Variante A, Kohleausstieg 2025, vorstellt. Karl Wilhelm, du hast das Wort. Ja, genau, 3 Minuten. Ne? Und da hast du eine Uhr auch an dem Monitor. Und sonst machen wir die Lampe auch an für alle Rednerinnen und Redner. Okay, Karl Wilhelm, du hast das Wort. Koch, Kreisverband. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen guten Morgen am Samstagmorgen. Ich möchte mich erstmal beim BUFO bedanken für das Entgegenkommen mit dem Kompromissvorschlag und bei der BAG Energie und namentlich bei der Sprecherin Jutta für die aus meiner Sicht wirklich hervorragende Verhandlungen, die sie da geleistet hat. Aber dennoch, und ich werde gleich erklären, warum, erhalte ich meinen Änderungsantrag aufrecht. Liebe Freundinnen und Freunde, es sollte uns allen klar sein, aber ich wiederhole es trotzdem mal, es geht nicht nur um das Klima und nicht nur um das CO2, wenn wir vom Kohleausstieg reden. Es geht um das extrem giftige Quecksilber, das bei allen Kohlenkraftwerken durch die Schlote gejagt wird und man höre und staune mit Grenzwerten, die über den der USA liegen. Muss man sich mal reinziehen, das hat selbst Trump noch nicht geändert. Es geht bei der Braunkohle um eine Landschaftszerstörung, verbunden mit Umsiedlungen und Vernichtung von Lebensraum, von jahrhundertalten Lebensraum, den man sich einfach mal angucken muss. Fahrt mal in die Köln-Aachener Ecke oder fahrt mal in die Lausitz und guckt mal, was da auf Dutzenden von Kilometern mit der Landschaft geschieht und mit den Menschen, die dort leben und weg müssen. Auch heute gibt es noch Umsiedlungen. Und es geht natürlich um das Klima. Dazu brauche ich, glaube ich, hier in der Runde nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber wir müssen natürlich bei diesen ganzen Überlegungen, Programmen und dem, wenn wir es nachher schaffen, das in Regierungsprogramm umzusetzen, uns auch Gedanken machen um die Menschen vor Ort und auch um die Arbeitsplätze. Die Leute, die dort arbeiten, die dort ihr Geld verdienen, die davon leben, die müssen wir mitnehmen. Und ich sehe es als selbstverständlich an, wenn eine grüne Regierungsbeteiligung es schafft, diesen Kohleausstieg umzusetzen, dass dort dafür Sorge getragen wird, dass äquivalente neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dass neue Industrien und neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, geschaffen werden und sich um die Menschen gekümmert wird und die Menschen mitgenommen werden. Es wird viel kosten, darüber sind wir uns klar. Und rechtssicher, in der Form, dass die betroffenen Unternehmen nicht klagen können, werden wir das auch nicht hinkriegen. Aber das ganze Geld, und wir reden da im zweistelligen Milliardenbereich, auch das muss uns klar sein, das ganze Geld ist eine Investition in unsere Zukunft, für unsere Kinder und für unsere Enkel. Und das soll uns dieses Geld wert sein. Nochmal abschließend zu der Frage, warum dennoch jetzt Aufrechterhaltung dieses Antrags. Liebe Freundinnen und Freunde, ich wurde eben gefragt, warum stimmen wir das überhaupt ab? Wir haben doch in Münster einen Beschluss gefasst, der klar sagt, Kohleausstieg 2025. Und wenn ihr euch die wesentlichen Änderungen anschaut, dann ist genau das der Knackpunkt in der Abstimmung, 2025 oder 2030. Ich danke. Vielen Dank, Karl Wilhelm. Karl Wilhelm Koch kam natürlich vom KV Vulkan Alf, da war so, ich eben zu eilig. Vorstellung des, aber der KV Gelsenkirchen unterstützt diese Variante A. Jetzt die Variante B, unter anderem vom Bundesvorstand unterstützt. Und die Bemerkung von Herrn Koch war auch ganz wichtig. In Münster hatte man eigentlich beschlossen, 2025 aus der Kohlekraft auszusteigen. Mal sehen, was jetzt die Variante B, wie die uns vorgestellt wird von, ich gerade gucken, Jutta Paulus. Liebe Freundinnen und Freunde, das war mal wieder ein Punkt, wo wir wirklich unglaublich lange gerungen haben. Und ich glaube, schon daran wird deutlich, wir sind die Partei des Kohleausstiegs, weil wir ringen darum, wir machen uns Gedanken, wie kann das gehen, wie können wir die Leute mitnehmen und wie können wir davon überzeugen, dass es möglich ist. Und das unterscheidet uns von allen anderen, weil alle anderen trauen sich an dieses Thema überhaupt nicht erst ran.
Und uns geht es um das Wie. Uns geht es darum, wie können wir es schaffen, wie können wir es schaffen, das rechtssicher umzusetzen, wie Karl Wilhelm eben auch gesagt hat, dass wir alle mitnehmen, dass wir die Beschäftigten mitnehmen, dass wir den Menschen auch ihre Sorgen nehmen, dass es zu Versorgungsengpässen kommt und so weiter. Und es ist ja nur deshalb so schwierig, weil es ewig ignoriert worden ist, weil alle so getan haben, als wäre das, was die Klimawissenschaft uns sagt, nämlich dass die CO2-Emissionen vor allem im Energiesektor runter müssen, das haben ja alle ignoriert. Und dann kam letztes Jahr die Studie vom New Climate Institute, die gesagt hat, okay, wenn wir Paris ernst nehmen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen und haben die Kohlekraftwerke am Netz, die wir jetzt am Netz haben, dann müssen die 2025 ausgeschaltet werden. Das hat alle kalt erwischt. Deswegen haben wir auch diesen Münsterbeschluss gefasst, weil wir gesagt haben, wir stehen zu dem, was die Wissenschaft uns sagt. Nur, wir haben uns dann auch mit den Verbänden unterhalten. Wir haben uns mit Greenpeace unterhalten, dem BUND, WWF, den Fraunhofers und so weiter. Und alle haben gesagt, Leute, wichtig ist eigentlich gar nicht die Jahreszahl, sondern wichtig ist die Gesamtmenge. Denn das CO2 bleibt 10.000 Jahre lang in der Atmosphäre. Und ob es 2020, 2025 oder 2030 da reinkommt, ist vor diesem Hintergrund eigentlich egal. Wichtig ist nur, wir dürfen das Budget nicht überschreiten. Wir dürfen nicht mehr reinpumpen, als die Atmosphäre vertragen kann. Und deswegen haben wir uns dann zusammengesetzt und haben auch mit dem Bundesvorstand, mit der BRG WiFi und haben überlegt, wie können wir das hinkriegen. Und wenn wir jetzt die 20 größten Dreckschleudern einfach abschalten, dann haben wir diese Luft im Budget und dann haben wir diesen Rahmen, wo wir sagen, wir können diese Gesamtmenge CO2, die so wichtig ist, die wollen wir deckeln. Wir wollen die Emissionen deckeln und nicht die Erneuerbaren. Und das ist das Signal, was wir hier setzen. Und wir werden Gegenwind bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden die sein, die wieder als Ökospinner durch die Lande ziehen. Und jetzt will ich euch sagen, ich weiß nicht, wer war von euch da gestern Abend, als Jesse Klaver hier gesprochen hat. Jesse hat uns doch gesagt, bleibt bei euren Idealen, zeigt, wovon ihr überzeugt seid, seid einig und kämpft dafür. Und liebe Freundinnen und Freunde, die Gegner des Kohleausstiegs, die sitzen noch nicht in diesem Raum. Die sitzen vielleicht da oben bei den Gästen, aber die sitzen noch nicht hier unten bei uns. Und deswegen sage ich, lasst uns einig dafür kämpfen. Wir haben lange gerungen. Wir nehmen die Wissenschaft ernst. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Und deswegen bitte ich euch, stimmt dem Kompromissvorschlag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Jutta. Also dieser Vorschlag ist der Vorschlag, hinter dem sich offensichtlich die meisten Antragsteller versammelt haben. Jetzt kommt der dritte Vorschlag, Kohleausstieg schnellstmöglich von Philipp Schmargold. Philipp ist schon da. Das ist die Variante schnellstmöglicher Kohleausstieg. So, Philipp, du hast das Wort, bitte. Moin, moin. Zuerst möchte ich mich bedanken bei Katrin und Cem, denn es ist nicht einfach, diese Forderung, 20 Kohlekraftwerke gleich am Anfang durchzuziehen und dafür einzustehen. Bedanken möchte ich mich nicht, damit ihr klatscht, sondern weil ich wirklich Respekt davor habe. Das wird nicht einfach. Ich hoffe, dass wir die Regierung mitgestalten dürfen auf Bundesebene und dann das einlösen können. Es geht jetzt aber um den zweiten Punkt. Was machen wir da mit den restlichen Kohlekraftwerken? Und da hatten wir letztes Jahr, wie gesagt, diesen 2025er Beschluss sehr ambitioniert. Dieses Jahr gab es dann den Versuch, da eine andere Zahl reinzuschreiben. Da bin ich froh, dass es die nicht geworden ist. Und jetzt gibt es den Kompromiss 2030. Jetzt ist nur die Frage politisch. Ja, wir werden ja auch von außen betrachtet, nicht nur innen heraus. Wie sieht das aus? Vor nicht mal 8 Monaten sagen wir 2025, jetzt sagen wir 2030. Und woran liegt es? Woran liegt es? Daran, dass wir in relativ kleinen Expertenrunden und Expertinnenrunden uns auf eine andere Zahl geeinigt haben. Das kann's doch nicht sein. Deswegen haben wir gesagt, bevor wir jetzt anfangen, letztes Jahr 2025, dieses Jahr 2030, wer weiß, was nächstes Jahr für eine Zahl auf einmal aufkommt. Vielleicht haben wir dann auch wieder eine Katastrophe dazwischen. Dann ist wieder eine ganz andere Stimmungslage. Deswegen haben wir dieses schnellstmöglich ins Spiel gebracht. Ist natürlich erstmal unverbindlicher und so weiter. Gar keine Frage. Aber was ich mir zumindest erwünscht hätte von der 2030 ist, dass man sagt, schnellstmöglich, aber spätestens 2030. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, den noch ein bisschen aufzuhübschen. Und was ich mir als zweites erwünscht hatte, und darüber hatten wir auch gesprochen,
für die Hessin, das ist, dass wir sagen, wenn wir es koppeln an 100% Ökostrom 2030, dann wollen wir wenigstens wissen, wie wachsen wir denn bei den Erneuerbaren bis 2030? Und da war unser Vorschlag, dass wir gesagt haben, Wind muss mindestens doppelt so schnell wie Schwarz-Rot das im Moment macht und Solar muss mindestens 5-mal so schnell wie Schwarz-Rot das im Moment macht. Also ganz erheblich, das sind, da ist viel Arbeit nötig und bisher ist der Allgemeinbevölkerung gar nicht bekannt, was da sozusagen tatsächlich noch passieren muss. Und wenn nicht wir Grüne denen das sagen, wer soll es ihnen denn sonst sagen? Und deswegen schnellstmöglich und den Ausbaupfad so konkret, dass wir an den Wahlkampfständen, wenn es dann soweit ist, den Leuten vernünftig sagen können, wie das dann überhaupt alles funktionieren soll mit dem Ausbau der Erneuerbaren, damit wir den Klimaschutz so hinkriegen, wie wir es müssen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Philipp. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde, wie vorhin angekündigt. Hoffentlich hat der keinen gebissen gerade. Zweite Runde. Wir starten wieder mit der Einbringung der Variante oder des Diskussionsbeitrags mit der Variante A, Kohleausstieg 2025. Diesmal spricht Karl Beer. Also jetzt geht es wieder um die erste Variante, in dem Fall jetzt von Karl Beer nochmal eingebracht, Ausstieg 2025. Wir sind uns einig, dass wir so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen müssen. Wir haben noch ein bisschen einen Dissens darüber, wie schnell ist eigentlich möglich. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang auf eine Möglichkeit hinweisen, die mich da antreibt. Und wir hatten gerade auch die Diskussion darüber, welche Umweltverbände eigentlich was sagen. Die beauftragen dann Studien und bei Greenpeace kommt 2025 raus und beim BUND 2030, wenn man genauer hinschaut, die formulieren sehr viel vorsichtiger. In der Studie von Greenpeace steht dann zum Beispiel, dass der Kohleausstieg bis mindestens 2025 vollzogen sein muss, um das 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Grad zu erreichen. In der Formulierung steckt eine Möglichkeit drin, die sehr unangenehm ist, nämlich die Möglichkeit, dass wir als Menschheit am Klimawandel, am Klimaschutz scheitern, dass es uns nicht gelingt, das Pariser Abkommen einzuhalten. Und ich möchte, dass wir als Grüne Partei uns auf die Position stellen, dass wir alles tun müssen, um dieses Scheitern zu verhindern. Und in dem Zusammenhang möchte ich Cem ganz explizit danken dafür, dass er gestern in seiner Rede den Kohleausstieg so prominent erwähnt hat und immer wieder vor sich herträgt, dass wir die ersten 20 dreckigsten Kraftwerke sofort abschalten müssen. Du wirst uns in den nächsten Monaten ja hier in den Kampf führen gegen das fossile Imperium, das sich uneinig ist mit uns darüber, dass wir so schnell wie möglich raus müssen und die, weil sie Geld damit verdienen, dreckige Kohlekraftwerke zu betreiben, das Klima riskieren. Wir schreiben dieses Wahlprogramm aber für den Fall, dass wir die Wahl gewinnen und dann regieren. Und ich glaube, wenn wir diese Wahl gewinnen, dann haben wir eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Dann werden wir massiv investieren in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dann werden wir dafür sorgen, dass uns die zusätzlichen Elektroautos und die Wärmepumpen und die Elektrifizierung der Bahn nicht den Stromverbrauch durch den Deckel steigen lassen, weil wir nämlich in Effizienz investieren werden und die Ingenieure vom Band lassen, die bisher durch die Politik gedeckelt sind. Und wir müssen eine Handvoll alter Investitionsschutzabkommen wie der Energiecharta kündigen, die es dem fossilen Imperium ermöglichen werden, gegen einen politischen Kohleausstieg auf der Basis des Klimaabkommens vor internationalen Schiedsgerichten zu klagen. Und wenn wir das machen, dann haben wir eine Chance, dass wir es schaffen, bis 2030 unseren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien zu erwirtschaften, bis 2025 aus der Kohle auszusteigen und spätestens, aller spätestens 2022 das letzte Atomkraftwerk auszuschalten. Die haben wir nämlich auch noch und das wäre schön, wenn wir da schneller vorankommen. Was wir nicht schaffen werden, ist, dass wir in der Situation noch Strom exportieren. Mir ist es aber lieber, wir exportieren die Technologie für eine Effizienzrevolution und für eine Energiewende als Strom aus dreckigen Kraftwerken. Lasst uns nicht mutig, sondern spießig sein. Das ist manchmal auch gut. Lasst uns so spießig sein, genau dasselbe nochmal zu beschließen, das wir letztes Jahr schon mal beschlossen haben. Das war nämlich gut. Das ist die Alternative A. Vielen Dank. Danke, Karl. Danke dir.
So, der zweite Redner für den Antrag des BUFOs, der beiden BAG und des KV Gelsenkirchen, das CO2-Budget 2030, ist Cem Özdemir. Und jetzt der Parteivorsitzende für den Antrag, den auch der BUFO unterstützt, nämlich bis 2030 das allerletzte wirklich abzuschalten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden gegenwärtig regiert von der Kohle-SPD und der Pseudo-Klimaschutzkanzlerin Angela Merkel. Dort, wo wir regieren, machen wir den Unterschied. Wir haben da gestern lange drüber geredet, in Nordrhein-Westfalen, was unsere Landesregierung damals, die den Tagebau verkleinert hat. Den Unterschied dazu sieht man in dem Bundesland, wo wir nicht regieren, wo die Linkspartei mit der SPD zusammen in Brandenburg gerade dafür sorgt, dass die Klimakiller noch mehr gestärkt werden. Bei der Union ist es doch so, dass man schon fast eine Schleierfahndung braucht, um wenigstens irgendeinen zu finden, der sich mit Öko auskennt und sich für Öko interessiert. Hier in dieser Halle muss man nicht suchen, um Ökos zu finden, um Leute zu finden, die das Thema Klimaausstieg, der Kohleausstieg, sich auf die Fahnen gestellt haben. Das ist der Toni, den wir vorher gehört haben. Das ist der Olli Krischer in der Bundestagsfraktion, den wir heute mehrfach gehört haben. Das sind unsere Umweltminister, der Robert Habeck, der Franz Untersteller, der Johannes Remmel, der in NRW unser Umweltminister war. Das ist aber auch der Karl, den wir gerade eben gehört haben. Ich könnte die Liste ewig fortführen. Bitte lasst uns nicht so tun, als ob hier in dieser Halle der Dissens darüber wäre, ob wir aus der Kohle aussteigen wollen. Sondern es geht doch darum, dass wir deutlich machen, draußen, drüben, da sitzen diejenigen, die bremsen, die gegen den Kohleausstieg sind. Hier sind wir uns doch einig in dem Ziel. Und lasst uns bitte nicht vergessen, wir sind manchmal in der Versuchung, so zu tun, als ob wir die Mehrheiten, die wir hier haben, auch draußen schon hätten. Die haben wir noch nicht, die müssen wir erst noch hinkriegen. Vor ein paar Jahren war das noch nicht so mit dem Kohleausstieg. Da musstest du noch hart dafür kämpfen, dass du das in die Presse entsprechend reinbekommen hast. Dass es heute anders ist, dass du im Wirtschaftsteil der Zeitung was zum Kohleausstieg findest. Das ist auch euer Verdienst, das ist auch unser Verdienst und das ist auch das Verdienst unserer Partner und Partnerinnen und Freundinnen von den Umwelt- und Naturschutzverbänden. Und darum will ich ganz klar sagen, der Klimaschutz wird im Zentrum der nächsten Bundesregierung sein, wenn wir regieren. Und die Katrin und ich werden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht klipp und klar geregelt ist. Klimaschutz und Klimaschutz heißt halt nun mal Kohleausstieg, sonst ist es kein Klimaschutz, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wenn wir diese Allianzen schmieden wollen, dann müssen wir auch einig sein. Wir haben da hart gerungen jetzt. Das ist unser Herzensthema. Und ich will das noch mal ausdrücklich sagen. Wir stellen klar, dass wir die 20 ältesten Kohlemeiler, die schmutzigsten, ausschalten. Unterschätzt es mal nicht, was das heißt. Da sind wir die Einzigen in dieser Republik, die das sagen. Und verlasst euch mal drauf, das wird in jedem Interview, das wird in jeder Stellungnahme von uns gesagt werden. Wer uns wählt, bekommt, dass die ältesten 20, die schmutzigsten, sofort ausgeschaltet werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich danke der BAG. Beiden BAG, ich danke dem KV Gelsenkirchen. Wir haben uns alle bewegt. Bitte stimmt unserem Vorschlag zu. Und ich möchte gerne, dass wir erneut Geschichte schreiben. Wir haben schon mal Geschichte geschrieben, als wir den Atomausstieg übrigens zweimal durchgesetzt haben. Einmal in der Regierung und das zweite Mal aus der Opposition heraus. Ich will, dass im nächsten Geschichtskapitel drinsteht, Bündnis 90 Die Grünen hat wieder Geschichte geschrieben. Diesmal auch der Kohleausstieg. Und dann werden wir in 4 Jahren uns noch mal hier versammeln und sagen, die CO2-Emissionen sind runtergegangen. Das machen wir aber nur, wenn wir das, was wir hier beschließen, so beschließen, dass es radikal ist, dass es realistisch ist und dass es verantwortungsbewusst ist. Alles drei ist das, was wir euch vorlegen. Danke sehr. Danke, Cem. Verkürzt kann man sagen, realistisch wäre noch eine Reserve bis zum Jahr 2030 auf Kohle zu behalten. Sonst sind die Anstrengungen bei den erneuerbaren Energien fast nicht zu schaffen. Das ist die Haltung derer, die die Variante B unterstützen. Variante C, Kohleausstieg so schnell wie möglich. Möglicher Ausstieg. Hermann Ott. Hermann Ott wird jetzt als zweiter Redner diesen Kohleausstieg so schnell wie möglich hier noch einmal vertreten und vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, man kann die Stimmung hier bei uns ganz einfach zusammenfassen. Wir Grüne haben es satt,
Genau wie alle Ökos und Klimaschützer in diesem Lande. Genau wie alle, die wirklich an Zukunft interessiert sind, haben wir es satt, dass schon wieder 4 Jahre verloren sind für vernünftigen Klimaschutz. 4 Jahre verloren für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit. Wir wollen das ändern. Und deshalb muss es wieder dazu kommen, dass Grüne in der Bundesregierung Verantwortung tragen. Frau Merkel wird sich beim G20-Gipfel jetzt hinstellen und als Klimakämpferin feiern lassen. Und man muss sagen, im Verhältnis zu Trump und anderen wirkt sie natürlich wie eine Lichtgestalt. Cem hatte auch schon darauf hingewiesen. Aber klar ist auch, und das müssen wir ganz, ganz deutlich machen, und das müssen auch alle Verbände, alle Umweltverbände und alle, die an wirklichem Klimaschutz interessiert sind, deutlich machen. Klar ist, sie liefert zu Hause nicht. Diese Bundesregierung ist eine Anti-Klima-Koalition, die sich da gebildet hat. Um das deutlich zu machen und um die Bundesregierung da treiben zu können, um eine wirklich glaubhafte Alternative sein zu können, müssen wir natürlich auch das richtige Programm haben. Und deshalb ist es gut, dass Umwelt, Klimaschutz, Tierschutz, Landwirtschaft ganz nach vorne geschoben worden sind in diesem Wahlprogramm, dass der Fehler von 2013 also nicht wiederholt worden ist. Und dafür danke ich dem Bundesvorstand und allen, die dafür gekämpft haben. Denn das ist es, was uns tatsächlich ausmacht und weshalb Menschen erwarten, dass wir gute Positionen vertreten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass unsere Positionen im Klimaschutz realistisch sind, wie Cem sagt, aber sie müssen eben auch radikal sein. Heute Heribert Prantl in der Süddeutschen über diesen Parteitag: ohne die jahrzehntelange Radikalität der Grünen beim Atomausstieg säße Winfried Kretschmann heute nicht auf seinem Ministerpräsidentensessel. Das ist es doch. Und das, was Atom früher war, ist jetzt die Kohle in diesem Lande. Wir müssen radikal auch hier sein. Deshalb ist es gut, dass 2037 vom Tisch ist. Das stand da so nicht drin in dem Beschluss, aber das wäre nicht gut gewesen. Damit hätte man nicht gut wahlkämpfen können. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass dieser Kompromiss gefunden worden ist, der jetzt hier verändert vom Bundesvorstand, von der BAG, vom KV Gelsenkirchen eingebracht worden ist. Und ich muss sagen, dank dieser und auch dank Philipp Schmargold, dank Karl Wilhelm, dank Karl Bär, haben wir ein Kohleausstiegsprogramm oder jetzt drei Alternativen zur Wahl, die alle gut sind. Insofern, und das ist mit Philipp auch so abgesprochen, wenn ihr jetzt für den Antrag des Bundesvorstands stimmt, ist das okay. Damit kann man nach draußen gehen und kann sagen, ja, wir Grüne sind diejenigen, die die Zukunft in diesem Lande wirklich wollen und dafür sorgen, dass geschützt wird. Denn, und daran muss man noch mal erinnern, nicht nur die Zukunft wird aus Mut gemacht. Nein! Auch der Klimaschutz, der für unsere Zukunft so extrem wichtig ist. Der Klimaschutz wird aus Mut gemacht und vor allem Klimaschutz wird nur mit Mut gemacht. Ich danke euch und auf. So schnell wie möglich aus der Kohle raus, das ist dieser Antrag. Aber alle drei Anträge wollen so schnell wie möglich aus der Kohle raus. Der Unterschied besteht in der Frage, was ist realistisch? Die drei Anträge gegeneinander erstmal im Meinungsbild gewichten, wie ihr dazu steht, bevor wir dann über die zwei Anträge, die übrig bleiben und die jeweils meisten Stimmen im Meinungsbild hatten, abstimmen. Bitte ich noch kurz Karl Wilhelm und Philipp Schmargold hier hochzukommen, weil beim Meinungsbild kann man das von hier aus besser sehen. Und der Bundesvorstand als Antragsteller sitzt ja, also es hier. Geht jetzt okay. Um die drei gut. Varianten. Einmal die Variante 2025, der Ausstieg. Das hatte die BDK in Münster beschlossen. Es fiel aber auf, dass dieses Ziel nur zu erreichen ist, wenn man beim Ausbau der erneuerbaren Energien noch einen ganzen Zahn zulegt. Deswegen hatte sich der Bundesvorstand zusammengesetzt und realistisch gerechnet, was ist denn drin auch mit den internationalen Verpflichtungen, die Deutschland hat, und hat festgestellt, wenn wir die 20 größten Dreckschleudern sofort abstellen, dann schadet es auch nichts, wenn ein oder zwei Kohlekraftwerke hinter in Reserve noch bis zum Jahr 2030 weiterlaufen, denn irgendwoher muss die Energie ja kommen. Das ist also ein realistischer Antrag, der aber 5 Jahre länger dauern würde, nämlich bis 2030, bis zum absoluten Abschalten des letzten Kraftwerkes und so schnell wie möglich. Hermann Ott hat es gerade begründet, dass dieser Antrag könnte sich hinter beiden versammeln, denn ein Ausstieg morgen geht so schnell natürlich dann auch nicht. Das wissen auch die Grünen, aber man muss radikal sein, sagt Hermann Ott. Und wir wollen mal sehen, wie radikal die Grünen hier heute entscheiden. Wer für die Variante A
Kohleausstieg 2025 ist, bitten wir jetzt ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer für die Variante B Bundesvorstand BAG ist, bitten wir jetzt ums Kartenzeichen. Das sind eindeutig mehr, meine Damen und Herren. Sie sehen nicht ganz so viel wie ich hier in der Halle, aber ich kann Ihnen sagen, das ist deutlich mehr. Vielen Dank. Und wer für die Variante C ist, schnellstmöglicher Ausstieg, bitten wir jetzt um das Kartenzeichen. Schnellstmöglich wollen die anderen auch. Hier sind nur wenige Unterstützer. Deswegen fällt dieser Antrag sicherlich jetzt in der Schlussabstimmung raus. Da bin ich schneller als das Präsidium jetzt. So, wir sind uns hier oben alle einig, dass die Variante A und die Variante B gegeneinander abgestimmt werden. Ja? Jetzt habt ihr nur noch eine Stimme, weil klar ist, wir stimmen jetzt über die vorliegenden Anträge ab und machen kein Meinungsbild mehr. Die Variante A, Kohleausstieg 2025, Karl Wilhelm Koch und andere. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Das ist also das, was die BDK in Münster verabschiedet hat. Aber Karl Wilhelm Koch sagt in seinem Antrag auch klar, das geht nur, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien noch etwas forciert wird, denn sonst wird es nicht hinkommen. Wer dem Antrag B, Bundesvorstand und BAG seine Stimme gibt, bitten wir jetzt ums Kartenzeichen. Auch hier, meine Damen und Herren, habe ich den guten Überblick. Es sind mehr. Es sind mehr, also es sind mehr für den Bundesvorstand die Variante. Vielen Dank. B, das bedeutet, 20 Dreckschleudern sollen sofort abgeschaltet werden in der nächsten Legislaturperiode. Und dann soll das CO2-Kontingent Deutschlands peu à peu aufgebraucht werden. Notfalls eine Reservefrist bis zum Jahre 2030 auch über Kohlekraftwerke noch ermöglicht werden. Das ist das, was die BDK hier eben verabschiedet hat, auch wenn vorne noch ein bisschen diskutiert wird. Die Mehrheit war ja eindeutig. Gut, liebe Freundinnen und Freunde, wir verzichten auf eine weitere Abstimmung oder Aufstehen. Wir sind uns mit allen Antragstellerinnen und Antragstellern hier einig, dass der Antrag Variante B des Bundesvorstandes und der beiden BAG die Mehrheit hat. Man könnte an dieser Stelle also kommentieren, es ist realpolitisch, was die Grünen hier gerade zum Bereich Kohlekraftwerke verabschiedet haben. Oder anders formuliert, die Partei hat sich hinter den Vorschlägen ihrer beiden Spitzenkandidaten versammelt. Das war ja bei weitem nicht so. Am gestrigen Tag gab es ja schon die eine oder andere Auflehnung. Und das ist auch eine der Fragen hier bei diesem Parteitag. Wie folgt die Partei ihren beiden Spitzenkandidaten? Bisher ergibt sich hier so ein etwas gemischtes Bild, will ich mal vorsichtig sagen. Aber hier beim Kohlebereich, also Ausstieg bis 2030, das ist nun verabschiedet. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Wir begrünen unsere Wirtschaft für Umweltschutz, Lebensqualität und neue Arbeitsplätze. Und der Hauptredner, der das hier gleich einbringen wird, ist Tarek Al-Wazir, Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in Hessen. Er regiert ja gemeinsam mit der CDU das Bundesland Hessen und wird hier gleich dazu die Einbringungsdebatte eröffnen. Vielen Dank. Gegenstimmen bitte. Und die Enthaltungen. Oh, ich war etwas schnell, meine Damen und Herren. Das war jetzt die Schlussabstimmung für das Kapitel. Wir machen Deutschland zum Vorreiter beim Klimaschutz, unter anderem eben diesem von Ihnen eben verfolgten Kohlekompromiss. Aber da war auch die Frage drin über gesunde Lebensmittel, die ja gestern Abend zum Beispiel entschieden wurde. Jetzt aber. Wir begrünen unsere Wirtschaft für Umweltschutz, Lebensqualität und neue Arbeitsplätze mit Tarek El-Wazir, wie ich es Ihnen gerade schon angekündigt habe. Umweltschutz, Lebensqualität und neue Arbeitsplätze. Wie gehabt sind die Redezeiten so, dass für die Einbringung 5 Minuten. Das Ganze, muss man sagen, gehört immer noch zum ersten Kapitel des Wahlprogramms. Nämlich dieses Kapitel hat den schönen Titel Umwelt im Kopf. Und da geht es unter anderem eben um die Frage, wie die Natur erhalten werden kann, über die Frage gesunder Lebensmittel, die gestern entschieden wurde. Vorreiter beim Klimaschutz haben wir gerade gehabt. Dann wir begrünen unsere Wirtschaft für Umweltschutz, Lebensqualität und neue Arbeitsplätze. Wir steigen um komplett auf grüne Energien und wir sorgen für saubere, bezahlbare und bequeme Mobilität.
und jetzt teilhaben. Die Begrünung der Wirtschaft muss eine Antwort geben auf die Frage, die uns oft gestellt wird, nämlich Grüne und Wirtschaft, geht das zusammen? Und deswegen ein kurzer Blick zurück. Als wir 1998 anfingen zu regieren, haben wir die Ökosteuer eingeführt. Wir haben gleichzeitig die Lohnnebenkosten gesenkt. Wir haben mit der Energiewende begonnen. Und was mussten wir uns damals alles anhören? Ende des Wirtschaftsstandorts Deutschland, Ende der Autoindustrie. Die Realität 19 Jahre später ist, die Wirtschaft boomt, die Energiewende wird weltweit kopiert. Deutschland schreibt gerade mit grünen Ideen schwarze Zahlen, liebe Leute. Aber seit 2005 wird, seitdem wir nicht mehr mitregieren, nur noch der Status quo verwaltet. Und deswegen ist gerade grüne Wirtschaftspolitik so wichtig, weil sie der Hebel für die notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft ist. Deutschland wird nur Vorreiter der Energiewende bleiben und nur dann Vorreiter der Verkehrs- und Finanzwende werden, wenn wir mit einem anderen Wirtschaften erfolgreich sind. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass die Grünen in diesem Bereich Wirtschaft die treibende Kraft der ökologischen Modernisierung werden können und werden müssen. Und das Wichtigste in dieser Frage ist, dass wir nicht nur diesen Bereich alleine sehen, sondern es muss uns gelingen, wirtschaftliche Entwicklung auf der einen Seite und Natur- und Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite zu entkoppeln. Nur wenn wir das schaffen, dann schaffen wir den Sprung in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und da kommt es auf uns an, liebe Leute. Und natürlich, klar, ein Blick auf die anderen Parteien zeigt, warum es da auf uns ankommt. Ich habe jedenfalls seit Januar von Martin Schulz zur Frage, was ist eine moderne Wirtschafts-, Umwelt- und Klimapolitik, noch überhaupt nichts gehört. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand irgendwas in dieser Frage gehört hat. Ich habe von der neuen FDP ein anderes Image bekommen. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist es eigentlich die alte FDP, die weiter das Hohelied von Deregulierung und Steuersenkungen sieht. Nichts Neues an diesem Punkt. Und wenn ihr euch den Parteitag der Linkspartei angeschaut habt, dann werdet ihr feststellen, dass die bis heute denken, dass wir in einer Nationalökonomie leben und dass sie bis heute nicht verstanden haben, dass es neben der Verteilungsgerechtigkeit auch noch internationale Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit braucht. Auch an dieser Stelle kommt es auf uns an. Und über die CDU ist auch schon viel gesagt worden. Es hilft nichts zu sagen, dass man, wie Angela Merkel das richtigerweise getan hat, dass man sich dem Weg von Donald Trump nicht anschließt, wenn man gleichzeitig, wenn es konkret wird, in der eigenen Regierung auf der Bremse steht. Auch da merken wir, es kommt am Ende auf uns an, weil diese Wirtschaftspolitik von vorgestern hat keine Zukunft. Sie schafft Konflikte, sie schafft Not, sie schafft Fluchtursachen. Und ich bin übrigens sehr sicher, ich weiß, dass es viele Unternehmen gibt, die schon sehr viel weiter sind als die anderen Parteien. Die wissen, dass wir uns dort anders verhalten müssen. Und ich finde, wir sollten sie als Partner sehen und im Dialog stehen und dann den richtigen Rahmen festlegen. Und mal so ganz nebenbei, nur so erreicht man dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Arbeitsplätze, die auf Raubbau an Umwelt und Natur fußen, sind am Ende keine zukunftsfähigen Arbeitsplätze. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, darf ich euch auf diese drei